Highway TV, Ihr Infotainment aus der Obersteiermark heute mit folgenden Themen. Die Stadt Bruck nimmt Kriegsflüchtlinge auf. Kapfenberg zieht Bilanz, die Nachhaltigkeit des Liptabs. Schüler machen Theater, Romeo und Julia in Kapfenberg. Der neue Gomeo ist da, zwei Hauben für Mike Johann. Beiselwandertag in Bruck an der Mur, die Music Night kehrt zurück. Das schönste Platzl Österreichs, der grüne See in Dragöss. Der Leobner Bürgermeister Kurt Wallner im Gespräch mit Andrea Dirnbauer. Unsere Magazine Job of the Day, heute mit Verena Oberer, Werkzeugbautechnikerin bei Böllerit. Und unser Haubenkoch Mike Johann kreiert heute ein ganz besonderes Martini-Gansl. Herzlich willkommen bei Highway TV, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe Ihres Regionalfernsehens. Die ehemalige Schule für Kindergartenpädagogik in Bruck wird ab Anfang Dezember für einige Monate Flüchtlinge beherbergen. Der aktuelle Kriegswahnsinn in Syrien und die damit verbundene unvorstellbare Not in der Zivilbevölkerung veranlasst die Brucker Stadtregierung, trotz des beginnenden Wahlkampfs einen bemerkenswerten Schritt der Humanität zu setzen. Andrea Dirnbauer berichtet von der Pressekonferenz. Derzeit kommt man in den Medien an der Berichterstattung über massive Kriegshandlungen, bei denen vor allem Kinder und Familien auf brutalste Art vertrieben und ermordet werden, nicht vorbei. Mit dem aktuellen Syrien-Konflikt hat sich die größte Flüchtlingsbewegung weltweit entwickelt. Ein Großteil davon kommt mit Schleppern in maroden Booten übers Mittelmeer, weil sie Italien als Tor zu Europa sehen. Wer die Rettung dieser Menschen als eine Bedrohung sieht, ist egoistisch, nichts anderes. Es sind Menschen, denen geholfen werden muss, und wir helfen ihnen. Und alle Länder, die die Mittel dazu haben, müssen diesen Menschen helfen. Trotzdem ist die Ablehnung, weitere Kriegsflüchtlinge auch in Österreich aufzunehmen, noch immer gegeben. In einem humanitären Pakt der Solidarität zwischen Kirche, Caritas, dem Land Steiermark und den politischen Verantwortungsträgern der Stadt Bruck werden nun vorübergehend bis zu 80 Flüchtlingskinder mit ihren Eltern im ehemaligen Schulgebäude der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik untergebracht. Hier geht es wirklich um eine menschliche Entscheidung und um Solidarität mit Menschen, die von zu Hause flüchten müssen, weil sie aus einem Kriegsgebiet kommen, weil ihre Dörfer, ihre Häuser zerbombt werden und sie um ihr nacktes Überleben bangen müssen. Und ich denke, da steht es, glaube ich, jedem Menschen gut an, solchen Menschen die Möglichkeit zu geben, zumindest vorübergehend bei uns eine Herberge zu finden. Diese Unterkunft stellt die Caritas als Notquartier zur Verfügung. Aufgrund der räumlichen Situation steht außer Zweifel, dass es sich definitiv um eine begrenzte und vorübergehende Unterbringung handelt. Dort soll jetzt ein Notquartier eingerichtet werden für einen ganz bestimmten Zeitraum, nämlich bis Ende März des nächsten Jahres, wo maximal 80 Flüchtlinge in Zukunft die Möglichkeit haben, hier ein Dach über dem Kopf zu finden. Angesichts der prekären Umstände, in denen die Kriegsflüchtlinge um ihr Leben fürchten müssen und Schutz bei uns suchen, darf aber Angst vor Fremden kein Grund sein, ihnen dringend benötigte Hilfe zu verweigern. Hier geht es auch um Solidarität mit anderen Städten und Gemeinden in der Steiermark. Es kann nicht sein, wie ein Spital, wo über Nacht wirklich 200 Flüchtlinge zugewiesen werden in einer kleinen Gemeinde. Hier sind alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Steiermark auch gefordert, hier mitzutun, sich solidarisch zu erklären und sich nicht hinter dem Ofen zu verstecken. Die momentane Asylsituation ist eine hochsensible humanitäre Aufgabenstellung für die Politik und stellt sie vor eine große Herausforderung.
Es gibt ja schon viele Bürgermeister, die Flüchtlinge aufgenommen haben, aber hier ist ein gutes Beispiel, weil er zuerst gemeint hat, in dieser humanitären Katastrophe, wo wir eine humanitäre Aufgabe zu erfüllen haben, mitzuwirken, das ist einmal das Positive. Und er hat gemeint, ich gehe das nicht in Geheimen, auch kommt eh keiner drauf, sondern offensiv die Fraktionen informiert, heute die Öffentlichkeit, bei den Bürgerversammlungen bereits die Öffentlichkeit informiert und hat auch um Verständnis geworben. Und ich glaube, so macht man das. Außergewöhnliche Situationen erfordern eben auch außergewöhnliche Solidarität. Und so stellt die Caritas neben der Unterkunft auch ein 10-köpfiges Betreuungsteam zur Verfügung. Es ist so, dass wir mehrere Schichtungen von Mitarbeitern haben. Das hat mit der Sprache zu tun, das hat damit zu tun, dass wir pädagogisch versierte Leute brauchen. Es können ja auch Kinder dabei sein. Es hat damit zu tun, dass wir sozialarbeiterisch versierte Leute brauchen. Und wir haben da durchaus Erfahrung, da ein gutes Team zusammenzustellen. Und wir brauchen ja auch eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, also 24-Stunden-Betreuung. Es ist nur ein Akt der Humanität, diesen Menschen Hilfe anzubieten. Wenn es einem gut geht, wahrscheinlich ist man da ein bisschen egoistisch. Aber wenn man das Problem bedenkt, dass man selbst auch einmal Flüchtling sein könnte, wäre man wahrscheinlich auch sehr froh, in einem sicheren Land unterzukommen. Das sind arme, sehr arme Leute, denen alles genommen wird, die oft die Familie zerstört worden ist, wo die ganzen Kinder ermordet worden sind. Ich meine, da, glaube ich, muss man einfach umdenken. Und man sollte ihnen auch eine Möglichkeit geben, in Österreich wieder Fuß zu fassen und damit sie wieder zurückkommen ins eigene Land. Nicht? Das sollte natürlich auch passieren. Natürlich kann man ihnen helfen, man soll ihnen auch helfen. Ich finde es ganz super, dass die Idee geboren worden ist, dass dieses Haus dazu verwendet wird, Flüchtlinge aufzunehmen. Dieses Haus wird ab Dezember für bis zu 80 Flüchtlinge zur vorübergehenden Heimat werden. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese Geste der Humanität nicht zum politischen Spielball wird. Vor mehr als einem Monat ging in Kapfenberg der Liptap über die Bühne. Im Rahmen eines Pressegesprächs wurden nun einige Daten und Fakten präsentiert. Was diese Zahlen für Wirtschaft und Tourismus bedeuten könnten, sehen Sie jetzt. 33 Tage nach Durchführung und Veröffentlichung des Biggest Liptap Ever in Kapfenberg wurde bereits eine Pressekonferenz abgehalten, um ein erstes Resümee zu ziehen. Was hat der Liptap der Stadt tatsächlich gebracht, außer guter Laune? Die Zahlen sprechen für sich. Knapp 168.000 Klicks auf YouTube, Fans aus 165 verschiedenen Ländern und mit dem Facebook-Account des Liptaps konnten innerhalb einer Woche 164.449 Personen erreicht werden. Wir haben über die neuen Medien eine unheimliche Resonanz gefunden, schon in kürzester Zeit. Aber wir haben medial insgesamt eine tolle Berichterstattung gehabt und wir haben natürlich Reaktionen, und das muss ich jetzt wirklich so sagen, wie es ist, aus der gesamten Welt, jetzt noch eher aus der westlichen Welt vor allem, die in Richtung Wirtschaft, Tourismus und andere Felder gehen, wo man gar nicht abschätzen kann noch, was das für die Stadt, für die Region oder für das Land Steiermark bedeutet. Also super. Der bisher bekannte Werbewert der Medienberichterstattung in Europa beträgt derzeit mehr als 300.000 Euro. Dem stehen 120.000 Euro Investition seitens der Stadtgemeinde gegenüber. Kontakte zum Autocluster Styria sind geknüpft, Gespräche folgen in Kürze. Nicht nur im wirtschaftlichen Bereich erhofft man sich mit dem Liptap einen Aufschwung. Auch der Tourismus in der Region soll angekurbelt werden. Auch hier gibt es täglich neue Anfragen. Natürlich nationale Anfragen, vor allem aus dem touristischen Bereich, aber natürlich auch, und das macht uns echt stolz, internationale Anfragen. Ganz konkret, wir haben eine Anfrage aus Toronto, Kanada hier. Da gibt es eine riesige Plattform, die 42.000 Fans auf dieser Seite hat. Gerade hereingekommen, man sieht, es tut sich wirklich täglich was. Die französische Botschaft in Wien hat angefragt für ihre Präsentationen, die natürlich auch auf höchstem Niveau stattfinden, unseren Liptap zu verwenden, und das macht uns natürlich sehr, sehr stolz. Der Liptap wird zum Imagevideo und hat bereits nach einem Monat die Wünsche mehr als erfüllt. Und selbst die politische Kulturlandschaft scheint sich zu verändern. Es macht sich sogar zwischen den unterschiedlichsten Parteien ein leises Wir-Gefühl bemerkbar. Ich glaube, wenn also das Liptap auch dazu beiträgt, unsere städtische politische Kulturlandschaft zu verbessern, was Schöneres kann es nicht geben.
Es gibt viele Klicks auf YouTube, es gibt viele Klicks auf der Facebook-Seite von der Stadt Kapfenberg. Ganz ehrlich, wie oft haben Sie das Video schon angeschaut? Ich kann es jetzt gar nicht genau beurteilen, weil ich kriege es auch vorgeführt. Ich war jetzt da bei einer Rotkreuz 100-Jahr-Feier, wo man dann am Ende das Lip-Tap gespielt hat, weil ja das Rote Kreuz auch vorkommt. Ich war bei anderen Feierlichkeiten dabei, wo man das Lip-Tap eingespielt hat, oder Sequenzen des Lip-Taps. Ich habe mir selbst mindestens 5-mal schon auf dem Handy angeschaut. Ich habe also in jede Richtung, aber gesehen habe ich es garantiert 20-mal schon. Und noch immer nicht genug? Na, immer nicht genug, es stimmt völlig. Also ich hätte ja fast die Empfehlung, wenn es jemand momentan mental nicht gut geht, möchte das Lip-Tap einspielen, es ist wie eine Therapie. Beratung, E-Mobilität, Redzack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundendankstelle. Das alles und noch viel mehr. Lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Suchen Sie einen der schönsten Weihnachtsmärkte Europas. Weihnachtliches Budapest mit dem Kuoni Mürztaler Reisebüro Kapfenberg von 28. bis 30. November 2014. Preis pro Person im Doppelzimmer 199 Euro. Und als besonderes Plus gibt's ein 3-Gang-Abendessen mit Folklore-Show dazu. Kommen Sie ins Kuoni Mürztaler Reisebüro Kapfenberg. Wir beraten Sie gerne. Das wohl bekannteste Liebespaar der Welt ist zu Gast im Spielraum. Die Theatergruppe Sloniskade des BGBRG Borg Kapfenberg präsentiert Romeo und Julia. Gut essen kann man im Johanns in Bruck, das findet auch der Restaurantguide Go Mio 2015. Und eine wunderbare Aussicht hat man am Grünen See in Tragöss, neuerdings das schönste Platzerl Österreichs. Das und vieles mehr sehen Sie jetzt in unserer Region im Fokus. Düstere Endzeitstimmung am Hochzeitstag. Regisseurin Corinna Harrer lässt für den Zuschauer keine Zweifel offen, dass Romeo und Julia mit ihrer Heirat ihr Todesurteil besiegeln. Die Schauspielstudentin war einst selbst Schülerin am BGBRG Borg Kapfenberg und Mitglied der Theatergruppe Sloniskade. Ihre Bearbeitung von Shakespeares Romeo und Julia besticht neben der Dramatik aber auch mit jeder Menge Humor. Und obwohl das Werk bereits über 400 Jahre auf dem Buckel hat, bleibt es dennoch immer aktuell. Shakespeare ist eigentlich immer aktuell. Man kann immer was aus Shakespeare rausholen und ich liebe Shakespeare einfach und die Sprache ist wunderschön. Haben wir natürlich ein bisschen gekürzt, ein bisschen vereinfacht, aber seine Stücke sind, kann man immer aufführen. Im Frühjahr hat Corinna Harrer mit der Überarbeitung des Werkes begonnen. Seit den Sommerferien wird eifrig geprobt. Und auch bei der Frage, wer wen spielt, hat die junge Regisseurin nichts dem Zufall überlassen. Nein, man hat schon seine Vorstellungen, vor allem wenn man die Leute ein bisschen kennt, weil ich kenne die ja alle schon sehr lang. Aber es hat schon ein Casting gegeben. Und wir haben das so auf Workshop-Basis gemacht, wir haben verschiedene Szenen gespielt und da hat sich das dann schon von den Typen her herauskristallisiert, wer mehr in welche Rolle hineinpasst. Namensgeberin der Sloniskade ist Sonja Sloniowski. Sie schafft es Jahr für Jahr, aus ihren Schülern das Maximum herauszuholen. Wir sind eine Familie, das heißt, die Schauspieler kommen in der ersten oder zweiten Klasse zur Garde dazu und wollen die Garde nie mehr verlassen und arbeiten sich bis zur Matur herauf zu den Hauptrollen. Und das hat sich irrsinnig bewährt. Und immer wieder, wenn 3 oder 4 Leute weggehen bei der Matura, dann kommen wieder 3, 4 Leute nach. Der Reinerlös des Theaters kommt auch heuer wieder dem Sozialfonds der Schule Possible zugute. Im kommenden Jahr feiert die Sloniskade ihr 20-jähriges Bestehen und man darf schon jetzt gespannt sein, mit welchem Klassiker die jungen Schauspieler ihr Publikum begeistern werden.
Wenn's ums Kochen geht, kommt an ihm wohl kaum jemand vorbei. Hoher Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität. So steht's zumindest im aktuellen Gomio. Die Rede ist von Mike Johann, einem der besten Köche der Steiermark. 1994, also vor 20 Jahren, erkochte er seine erste Haube. Und seither ist er nahezu ohne Unterbrechung im Spitzenfeld der österreichischen Haute Cuisine vertreten. Und so auch dieses Jahr. 15 Punkte und damit 2 Hauben als Belohnung für konstante Spitzenqualität. Es läuft alles anonym ab. Es ist eine anonyme Testermannschaft, die da unterwegs ist. Sie reservieren ganz normal den Tisch. Man weiß es nicht, wer es ist, wann sie kommen. Sie sind einfach da und du hast aber auch dann kein Ergebnis. Das heißt, du wartest hin bis in den Herbst, wo alle Gourmetführer herauskommen. Und wie, es ist halt einfach der Gomio wirklich das Wichtigste in Österreich. Die Hauben sind das Wichtigste. Michelin gibt es ja nicht mehr mit den Sternen. Und da schaut man halt schon am Vorabend auch schon immer in den Foren und in die Internetgeschichten, dass man sieht, vielleicht kann man schon was vorab erfahren. Ein Markenzeichen von Mike Johann ist sicher seine Liebe zu regionalen Produkten. Nicht selten ist er selbst bei heimischen Bauern anzutreffen, um dort die Zutaten für seine Kochkreationen auszuwählen. Darüber hinaus ist der halbe TV-Fernsehkoch jedoch auch für seine unkonventionellen Ideen bekannt. Wir sind ein bisschen in der Umstrukturierung, wir schauen jetzt da wieder nach vorne, wir möchten wieder neue Sachen machen, wir möchten vielleicht mehr auch wieder unsere Oma-Geschichte vielleicht auch ein bisschen mehr ins Restaurant einbringen, mit einer zweiten Linie dazu, da sind wir am Schauen und am Diskutieren, wie wir das einbringen können. Ja, und sonst geben wir einfach ganz normal Gas und danke geht natürlich an alle unsere Stammgäste, weil sehr viele Stammgäste aus der Hochsteiermark oder aus dem Bruckau- und Kapfenberger Raum, die uns wirklich auch schon schätzen und die tagen das ja mit, weil die sind ja die, die uns auch eine Wirtschaftlichkeit bringen. An der Mur war einst mit dem Honky Tonk Festival Vorreiter in Sachen Live-Musik in Innenstadtlokalen. Über die Jahre wurde der Beiselwandertag allerdings auf Eis gelegt. 2014, also genau 10 Jahre nach dem Start des Honky Tonk Festivals, erweckt man die Music Night in Bruck zu neuem Leben. Ich freue mich, dass 11 Wirte der Innenstadt hier auch mitmachen werden in diesem Jahr. Und das ist ein mehr als gelungener Start. Das heißt, das bedeutet, dass wieder viele Gäste in die Stadt kommen, dass auch die Bruckerinnen und Brucker dieses tolle Angebot natürlich sicher sehr, sehr gerne annehmen werden. Und das wird sehr wesentlich auch zur Belebung unserer schönen Innenstadt auch beitragen. Ziel der Music Night und aller Initiativen, die von den Gastronomen ausgehen, ist das Fortgehen in Bruck wieder zu alten Höhenflügen zu verhelfen. Dafür ziehen die Brucker Szene-Gastronomen gemeinsam an einem Strang. Wir stellen das jetzt selber auf die Beine wieder bei freiem Eintritt. Die ganzen, es sind 11 Lokale dieses Mal dabei. Wir machen es zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und das fangen jetzt mittlerweile schon andere Lokale, also sprich auch die Speisegastronomie an, ob sie auch mitmachen dürfen nächstes Jahr. Und natürlich laden wir sie herzlich dazu ein. Man darf also gespannt sein. Bevor es aber an die Planung für die Music Night 2015 geht, freuen wir uns jetzt erstmal auf die Premiere des Brucker Beiselwandertags am Freitag, den 14. November 2014. Wir Hochsteirer wussten es ja schon länger. Jetzt ist es aber quasi amtlich. Der Grüne See in Dragöss ist Österreichs Naturschatz Nummer 1. In einer landesweiten Sendung des ORF wurde das obersteirische Naturphänomen unter insgesamt 9 ausgewählten Plätzen aus Österreich zum Sieger gekürt. Ja, es war am Samstag die Wahl und wir haben uns irrsinnig gefreut, wie wir draußen gewesen sind und haben es eigentlich gar nicht erwartet, dass wir gegen Rauris, gegen Kärnten mit dem Weißen See und so weiter wirklich gewinnen können und es hat geklappt und die Freude ist natürlich dementsprechend groß. Was wird jetzt daraus gemacht? Ja, wir versuchen jetzt diesen Hype, den was wir jetzt haben, diese Aufmerksamkeit zu nutzen, um es für den Tourismus zu nutzen, das heißt die Infrastruktur zu verbessern, aufmerksam zu machen, dass doch noch einiges passieren sollte in der Region, um es dementsprechend auch vermarkten zu können. Aber es sollte trotzdem den Flair eines Geheimtipps behalten, oder? Genau, und das ist es ja auch, dass wir sagen, es ist ja ein geheimes Platzl. Es ist ja auch die Wahl gewesen, die Seiten zu zeigen der Steiermark, wo es noch nicht so bekannt ist. Und da ist die Hochsteiermark sicher prädestiniert, weil wir viele solche Platzln haben. Und wir versuchen das natürlich auch in einem gewissen Maß sanft anzugehen, also einen sanften Tourismus da weiterzubringen.
In der Borupski-Halle Leoben findet am 31. Oktober das Halloween Monster Clubbing statt. Das Programm bietet Live-Musik, DJs, Breakdance, Graffiti, ein Poetry-Kabarett und einen Artist-Jongleur. Karten erhalten Sie im Stadtinformationsbüro Leoben, beim Segafredo und in der LCS Leoben. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eine spannende Multimedia-Show zum Thema Westafrika gibt es am 6. November im Spielraum Kapfenberg zu bewundern. Die beiden Niederösterreicher Sabine und Peter berichten von ihren Abenteuern, die sie 2,5 Jahre auf dem afrikanischen Kontinent erlebt haben. Karten erhalten sie im Kulturzentrum Kapfenberg. Beginn ist um 19.30 Uhr. Ein Muss für Freunde der Volksmusik ist das steirische Sänger- und Musikantentreffen am 8. November im Spielraum Kapfenberg. Insgesamt 5 Gruppen werden Sie musikalisch durch diesen Abend begleiten. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auch die Kleinsten kommen in Kapfenberg nicht zu kurz. Das Märchen Schneewittchen und Co. KG wird am 10. November im Spielraum aufgeführt. Es handelt sich hier um eine moderne Interpretation des Grimm-Märchens für Kinder ab 4 Jahren. Beginn ist um 16 Uhr. Die Szene-Gastronomen in Bruck an der Mur erwecken die Music Night zu neuem Leben. Am 14. November gibt es in insgesamt 11 Lokalen der Innenstadt Live-Musik vom Feinsten. Und das bei freiem Eintritt. Beginn ist um 20 Uhr. Seit 6. Februar ist Kurt Wallner Bürgermeister der Stadt Leoben. Mit 17 Jahren startete er seine politische Karriere bei der Sozialistischen Jugend. Andrea Dierenbauer sprach mit ihm über Pläne und Ziele. Herr Bürgermeister Wallner, danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir ein bisschen zu plaudern, obwohl ich heute ein bisschen aufgeregt bin, denn ich sitze einem Kollegen gegenüber, natürlich nicht als Bürgermeister, aber Sie haben ja eine Ausbildung zum Moderator, zum Teamcoach und waren für eine steirische Zeitung tätig. Das heißt, von Kollege zu Kollege, Sie wissen, Sie kennen die Branche. Als Bürgermeister sind Sie seit Februar im Amt. Sie sind politisch engagiert schon Ihr ganzes Leben lang und bezeichnen Ihren Weg als nicht alltäglich, abwechslungsreich und spannend. Was kann man sich darunter vorstellen? Erstens möchte ich mal gratulieren. Sie haben sehr gut recherchiert. Danke. Nicht alltäglich und abwechslungsreich. Ja, insofern, es ist ein langer Weg gewesen. Ein Weg, bei dem es nicht immer nur bergauf gegangen ist, auch sehr oft bergab. Ich glaube, das ist überhaupt ein Geheimnis des Lebens, dass nicht alles immer nur positiv sein kann. Es kann nicht immer nur die Sonne scheinen. Es gibt auch Regen und Gewitter. Und so war auch mein politischer Weg. Wichtig war eigentlich immer, ein klares Ziel vor Augen zu haben, nämlich für die Menschen eintreten zu wollen, etwas zu verändern, etwas zu gestalten. Und dieses Ziel habe ich nie verloren. Und auch wenn ich einmal länger warten musste, ich habe halt immer auf meine Chance gewartet und habe versucht, wie beim Fußball, einen Angriff systematisch aufzubauen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und natürlich braucht es auch einen Schuss Spontanität. Es gibt immer auch so Begegnungen, die einen vielleicht in eine gewisse Richtung bringen. Bei Ihnen, glaube ich, waren es sogar 2 besondere Erlebnisse, die Begegnungen zum einen mit Bruno Kreisky und zum anderen mit Paula Wallisch. Ja, das ist richtig. Ich muss sagen, also die Ära Kreisky war für Österreich sicher sehr prägend, bis heute noch. Das Problem ist nur, heute sieht man die Veränderungen von damals in den 1970er Jahren als selbstverständlich an. Und man hat damals auch in wirtschaftlicher Hinsicht, in finanzieller Hinsicht mehr Spielraum gehabt. Heute muss man eher das damals Erreichte oder auch in den Folgejahren Erreichte verteidigen und anpassen. Zur Begegnung mit Bruno Kreisky ist es deshalb gekommen, weil im Jahre 86 eine Zäsur war in der politischen Landschaft Österreichs. Nämlich die beiden Großparteien haben zusehends an der Rhön verloren, es sind neue Bewegungen entstanden. Und Verschiebungen, die bis damals also nicht für möglich gehalten wurden. Und Kreisky hat in Leoben angerufen. Es war damals kein gutes Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei und er wollte Erklärungen. Ich habe das Angebot gemacht, in einem persönlichen Gespräch die Hintergründe erläutern zu wollen. Er hat diese
Er hat eine Einladung ausgesprochen, war einen ganzen Tag in der Ambrustergasse. Das muss man sich so vorstellen, in einer heurigen Gegend auf der Hohen Warte in Wien-Grinzing, ein kleines altes Haus, bewacht von Staatspolizisten. Und wir haben gemeinsam gegessen, damals noch mit seiner Gattin Vera, die gesundheitlich schon etwas angeschlagen war. Ich kann mich noch an eine Haushälterin erinnern aus dem Waldviertel. Da hat es Karpfen gegeben, eine typische Speise wahrscheinlich für ihre Region. Und erstmals in meinem Leben nicht Gösserbier getrunken, okay. Aber ein Zwettlerbier. Und da haben wir ein bisschen gescherzt darüber. Ja, eigentlich zum Inhalt. So waren also die Hintergründe waren eben jene, dass im Jahr 86 doch sich Teile der ehemals sozialdemokratischen Wählerinnen und Wähler in Richtung Freiheitliche Partei orientiert haben. Das war damals noch ein Tabuthema, das konnte man nicht öffentlich aussprechen. Und meine Recherchen haben aber diese Verschiebung ergeben und das habe ich ihm mitgeteilt. Er hat das natürlich schwer verkraftet, diese Entwicklung. Ja, und zu Paula Wallisch kann ich Folgendes sagen. Das war so, es gab immer ein jährliches Gedenken an Koloman Wallisch. Und Paula Wallisch war, solange sie konnte, immer bei jedem Gedenken dabei. Ich kann mich an die Szene erinnern, im damaligen Café Baumann. Sie hat also meine Hand genommen und gesagt, versprich mir, dass du mithilfst, dass die Jugend meinen Koloman nicht vergisst und dass das Opfer, das wir gebracht haben, nicht umsonst war. Und das habe ich eigentlich, dieses Versprechen habe ich abgegeben. Und solange ich dafür verantwortlich war, über 25 Jahre, habe ich es auch eingehalten. Und ich freue mich auch, das möchte ich auch hier betonen, dass ich mit der nächsten Generation der Familie Wallisch in einem sehr, sehr guten Kontakt stehe. Sie selbst bezeichnen sich als Volksbürgermeister. Ist das aber in einer Stadt mit so vielen Stadtteilen, wie Leoben sie hat, und zwar Donauwitz, Göss, Hinterberg, Judendorf, Seegraben, Leitendorf und Lerchenfeld, nicht besonders schwierig? Eigentlich nicht, weil die Volksnähe entspricht meinem Naturell. Und das spüren die Menschen. Das kann man nicht lernen, nicht einstudieren. Das ist eine Gabe, die man hat oder nicht. Zum Terminus Volksbürgermeister möchte ich eigentlich festhalten, dass es die Gemeindeordnung vorsieht, dass die Möglichkeit besteht, dass man, wenn man als Bürgermeister gewählt ist, sein Gemeinderatsmandat zur Verfügung stellt. Das habe ich gemacht und ich wollte eigentlich einen symbolischen Schritt setzen, nämlich der Bevölkerung und allen politischen Parteien in Leoben signalisieren, ich möchte überparteilich agieren und ich bin für euch alle da. Natürlich bin ich im Herzen Sozialdemokrat, das ist meine Prägung und da bin ich hineingeboren worden, aber trotzdem kann man auch überparteilich agieren. Wir bleiben noch ein bisschen bei den Versprechen. Ein weiteres war noch, dass Sie die schöne Stadt Leoben, wie Sie selber natürlich sagen, weiter voranbringen wollen. Wie sieht das konkret aus? Ja, erstens glaube ich mal, wir Leobnerinnen und Leobner können stolz sein auf unsere Stadt. Sie hat sich prächtig entwickelt. Sie haben ein wunderschönes historisches Zentrum. Wir haben mitten im Zentrum Einkaufsmöglichkeiten. Sie haben eine kleine, aber sehr spezialisierte, international erfolgreiche Universität. Wir haben zahlreiche Bildungseinrichtungen. Wir sind eine Kulturstadt. Und das alles finden Sie eigentlich innerhalb von ein paar Minuten. Wir sind auch die Stadt der kurzen Wege. Wie soll es in Zukunft weitergehen? Wir wollen diese Stellung als Handelszentrum der Obersteiermark weiter ausbauen. Es gibt konkrete Pläne. Meine Aufgabe ist es, den Bereich jenseits der Grafgasse Richtung Süden noch weiterzuentwickeln, gemeinsam mit den Eigentümern. Ziel ist es dort, eines in Verbindung zu bringen, einkaufen, Wohlfühlen, Gastronomie, Hotellerie und Kongresstourismus. Ich habe auch konkret versprochen, dass die Innenstadtkaufleute sich wiederfinden sollen in einem Gesamtkonzept. Ergänzend dazu möchte ich auch noch darüber informieren, dass zum Beispiel in Wasen, das ist ein Katzensprung jenseits der Mur, ne, dass wir die Kaufleute der Wasenstraße, die sich ja als Spezialisten immer wieder zurecht betrachten, dass wir die in einen Workshop eingeladen haben, ihre Wünsche einmal zu erfassen
Unsere Experten werden diese Wünsche in konkrete Vorschläge gießen und wir werden sie demnächst auch präsentieren. Dann, glaube ich, ist, was die Zukunft betrifft, die findet ja schon statt und sie ist greifbar, auch durch die Montanuniversität. Das ist eine hochspezialisierte Technik-Universität mit Gott sei Dank ständig steigenden Hörerinnen und Hörern, also mit Jobchancen, auch national und international. Und wir wissen, dass das unser Alleinstellungsmerkmal ist, unser USP. Wir wollen diesen Weg weitergehen. Und schlussendlich muss ich sagen, wir sind natürlich eine Stadt der Industrie, der Hochtechnologie, der modernen Industrie, zahlreicher, potenter Wirtschaftsbetriebe. Wir haben eine sehr wirtschaftsfreundliche Politik. Diesen Weg werden wir auf jeden Fall weitergehen. Und schlussendlich wollen wir auch eine Stadt sein, in der sich die Bürgerinnen und Bürger wohlfühlen können. Ich weiß jetzt aufgrund vieler, vieler Besuche in den Stadtteilen, wo es krankt, welche Vorschläge die Leute haben. Und das heißt also, mehr eingehen auf diese Bedürfnisse in allen Stadtteilen. Diese Vielfältigkeit, wie es Leoben eben bietet, die zusammengefasst kann man ja sagen, das ist die Lokomotive der Obersteiermark. Hier sind hochwertige Arbeitsplätze, werden auch geschaffen. Ist es aber vielleicht trotzdem denkbar oder vielleicht sogar notwendig, ein großes Ballungszentrum zu schaffen? Ich denke hier an die Nachbarstädte. Ja, wir sind diesem Vorschlag gegenüber sehr offen. Ich selbst habe ihn ja auch schon artikuliert. Wichtig ist jetzt einmal Folgendes. Jetzt machen wir mal unsere Hausaufgaben, erledigen die Gemeinderatswahlen, dann werden die Karten überall neu gemischt. Man braucht unbedingt das Land als Partner. Hier werden die Landtagswahlen wahrscheinlich im Herbst 2015 stattfinden. Wenn diese Dinge erledigt sind, dann glaube ich, sollte man in eine konkrete Phase gehen. Im Moment ist es ein bisschen ein Geplänkel. Man sieht schon, also, dass es die Absicht gibt, aber wenn es also darauf ankommt, dann wird sich erweisen, wer es wirklich will und wer nicht. Weil schlussendlich ist es natürlich auch notwendig, Gespräche einzuführen, längerfristige, ohne Zeitdruck. Zu überlegen, welchen Interessensgleichklang können wir herstellen, wo gibt es Synergien, wo können wir etwas verbessern, wo gibt es eine gute Idee, die alle mitverfolgen können, wo sind die gemeinsamen Projekte. Das muss man wachsen lassen. Und schlussendlich wird es eine politische Frage sein. Wer verzichtet möglicherweise auf Macht? Wie kann man die Machtbalance herstellen? Das ist eine zutiefst menschliche Frage und das sehen wir nicht nur in den größeren Bereichen, das sehen wir auch in den vielen kleinen Bereichen, wo es jetzt zu Fusionen kommen wird. Dass der Weg der richtige ist, steht außer Zweifel. Ich glaube, dass wir ein bisschen Zeit dazu brauchen, um diese größere Stadt zu formen. Ich werde auf jeden Fall diese Entwicklung unterstützen. Das heißt, es wird noch ein langer Weg sein, aber es wird definitiv ein spannender werden. Das glaube ich auch. Ihr Leben ist vollgepackt mit Politik. Ist es da überhaupt vorstellbar, dass Sie jemals etwas anderes gemacht hätten? Das heißt, was hätten Sie gemacht, wären Sie nicht Bürgermeister geworden? Ich glaube, da würde ich etwas Wirtschaftliches machen. Das ist etwas, was mir auch liegt. Und ich würde eher selbstständig sein. Das wäre, glaube ich, ein Weg, den ich auch gehen hätte können. Ich sehe es eher als Berufung, in die Politik gegangen zu sein. Und ich habe einen starken Gerechtigkeitssinn. Ich bin eher ausgleichend und eben beharrlich. Und ich weiß, dass es der richtige Weg für mich ist, den ich gehe. Dazu wünschen wir Ihnen noch viel Glück, viel Erfolg. Bevor wir das Gespräch jetzt aber beenden, würde ich Sie noch bitten, dass Sie eine Frage aus dem Hut zaubern, eine persönliche unter Trommelwirbel. Gut, ich schaue gar nicht hin, bitte neutral. Okay, und bitte bleibe. Verlesen. Ja, jetzt brauche ich wieder meine Lesebrille. So, schauen wir mal. Ja, angenommen, Sie könnten für den Tag lang ein Tier sein, was wären Sie gerne? Ich glaube, ein Elefant. Der nie vergisst. Auch. Das Tier gefällt mir einfach und es ist sehr sozial, richtig, ja. Und das kann lange Strecken zurücklegen, ohne dass es ermüdet. Und es findet immer das richtige Ziel. Ja. Und vor allem, ich denke mal,
hat auch eine dicke Haut, das braucht man ganz bestimmt in der Politik. Sind intelligente Tiere mit Charakter. So ist es. Danke fürs Gespräch, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Viel Glück und Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. Dankeschön. Danke. In meinen Augen ist sie das holdeste Fräulein, das ich je erblickte. Bei den Strahlen der Sonne, sie ist wirklich schön. Liebst du die schöne Hero? Du sollst sie haben. Ich gebe mich selbst für euch hin. Ich will Signor Benedikt und das Fräulein Beatrice dazu bringen, sich gar sterblich ineinander zu verlieben. Ist es wirklich wahr? Liebt Benedikt denn Beatrice so über alles? Oh, Benedikt. Ich will mich entsetzlich in sie verlieben. Das Fräulein ist treulos. Hero, ich bitte euch, Signor, redet ihm das aus. Und steht mir bei. Bis in den Tod, mein Herr. Ich liebe euch. Mit so viel von meinem Herzen, dass nichts übrig bleibt. Die süße Hero, sie ist verleumdet. Heiß mich, was du willst für dich ausführen. Töte Claudio. Ihr seid ein Nichtswürdiger. Lernen wir eine mutige junge Frau kennen, von der Hauswirtschaftsschule zur Werkzeugbautechnikerin bei Böhler-Ritt. Wie es Verena Oberer in diesem typischen Männerberuf geht und was sie aus der Schule noch behalten hat, ja das sehen Sie jetzt in unserem Magazin Job of the Day. Wir sind heute bei der Firma Böhler-Ritt zu Gast, wo wir die Werkzeugbautechnikerin Verena Oberer kennenlernen. Diese ist gerade frisch ins dritte Lehrjahr gekommen und ich bin schon sehr gespannt, was sie uns heute zeigen wird. Hallo Verena! Hallo! Was tust du da gerade? Also mein Werkstück ist gerade fertig geworden und jetzt muss ich es dann ausspannen. Dann muss ich es sauber machen und dann noch in die Kontrolle bringen. Was ist das für ein Werkstück? Das ist ein Oberstempel für die Presserei. Als Werkzeugbautechnikerin bei Böhler-Ritt produziert und repariert Verena Schneidstoffe aus Hartmetall. Diese sind Teil eines Werkzeugs, das später zur Bearbeitung von verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall verwendet wird. Du machst es ziemlich genau. Mit was für einer Flüssigkeit machst du das? Das mache ich mit Ethanol, also mit reinem Alkohol. Einfach, dass das ganz sauber wird, weil wenn da Dreck drauf bleibt, dann wird das Messergebnis ungenau. Und das, was da jetzt noch drauf ist, ist Öl, oder was? Genau, das ist so eine Öl-Wasser-Mischung und das ist einfach dafür da, dass der Dreck, der was beim Erodieren entsteht, dass der eben nicht in der Luft herumschwebt, sondern ins Wasser eben reingeht. Es reicht, wenn du das da oben putzt, oder wie? Ja, weil nicht viel weiter gemessen wird, als wie da oben zum Beispiel. Das heißt, ich brauche nicht das ganze Stück putzen. Okay, dann gehen wir jetzt messen, oder? Genau, jetzt gehen wir in die Kontrolle. Was sollte man denn für diesen Job alles mitbringen? Auf jeden Fall sollte man geduldig sein, weil die Sachen, was wir machen können, Stunden oder oft Tage dauern. Dann man muss auf jeden Fall im Team arbeiten können, nicht nur allein. Und pünktlich sein sowieso, aber sonst ja. Hast du da jetzt im Moment nur Frühschicht? Ja, derweil schon noch.
der Frühaufsteherin? Ja. Also mich stört das überhaupt nicht. Die ersten 2 Jahre hat Verena in der Lehrwerkstatt verbracht. Dort hat sie die Grundkenntnisse der Metallbearbeitung gelernt. Parallel dazu lernt sie in der Berufsschule die Theorie. Als Werkzeugbautechnikerin ist Verena so ziemlich die einzige Frau in ihrer Abteilung. Stören tut sie das herzlich wenig. Im Gegenteil, sie beweist jeden Tag, dass sie ihren männlichen Kollegen um nichts nachsteht. Und sie hat dabei auch noch großen Spaß. Was taugt dir an deiner Arbeit am meisten? Die Arbeitskollegen. Taugt mir am allermeisten. Du bist mit lauter Männern da in einem Raum, gell? Habe ich mitgekriegt. Ja. Wie ist das? Voll lustig. Ich bin froh, ehrlich gesagt, dass nicht so viele Mädchen sind, weil sonst kommen eh nur Zickereien raus. Und bei denen ist das halt nicht so. Da kann man sich einmal anschnauzen, ohne dass der andere beleidigt ist. Knapp 1,5 Jahre Lehrzeit hat die Turnauerin noch vor sich. Was hat sie denn für die Zukunft alles geplant? Als erstes einmal, dass ich die LAB schaffe. Wenn es geht mit Auszeichnung, ich bemühe mich. Dann möchte ich auf jeden Fall in der Firma bleiben und mich dort vielleicht weiter aufarbeiten und eventuell Matura noch machen und Masterschule. Aber mal schauen, was sich so ergibt. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Vor ihrer Lehrzeit hat Verena eigentlich etwas ganz anderes gemacht. Sie war auf einer Hauswirtschaftsschule. Was sie dort gelernt hat, nutzt sie heute aber nur mehr privat. Eigentlich wollte Verena ja heute mit mir Radfahren, aber ich habe mir gedacht, ich habe jetzt schon so einen Hunger. Und da die Verena ja auf einer Hauswirtschaftsschule ist, vielleicht kann ich sie überreden, dass sie mit uns was kocht. Hallo Verena, hi. Ich habe einen Attentat auf dich. Ich habe mir gedacht, vielleicht hast du Lust, mit mir gemeinsam was zu kochen. Sicher, wieso nicht? Verena ist nicht nur talentiert, sondern auch sehr vielseitig, wie sich herausstellt. Also beruflich wissen wir jetzt schon, was du tust. Privat Radfahren hätten wir gemacht. Was machst du sonst noch? Sonst tue ich ganz viel Musik machen. Ich schreibe meine eigenen Lieder. Dann tue ich viel lesen, viel zeichnen. Und sonst eigentlich so, was man halt sonst so macht, ein bisschen einkaufen gehen, mit Freunden fortgehen und so. Was ist da so deine Musikrichtung? Hauptsächlich so Metal und Rockabilly. Oh wow! Und auch immer für eine Überraschung gut. Was die Zukunft bringt, weiß die 21-Jährige noch nicht genau. Vorgenommen hat sie sich aber einiges. Reisen, Bungee-Jumpen, ein Haus mitten in der Stadt bauen und noch vieles mehr. Was ist dir im Leben besonders wichtig? Dass ich meine Freiheit habe. Dass ich nichts mache, was ich nicht machen will. Dass ich einfach das machen kann, wenn ich Lust drauf habe. Dann auf jeden Fall, dass ich gute Freunde habe, die ehrlich zu mir sind und denen ich auch vertrauen kann. 3 Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. Ein Radio, der mit Solar läuft, weil so einen habe ich hoffentlich. Was würde ich noch mitnehmen? Ein Zauberstab. Dann würde ich mich zurückzaubern, wo ich hin will. Und sonst vielleicht noch eine Gitarre. Naja, gut, dass das Essen inzwischen fertig ist. So muss Verena wenigstens nicht mit leerem Magen auf die Insel. Martini steht vor der Tür und darum hat Gabriele Holzgruber-Merl auch zu den passenden Zutaten für unseren Zweihaubenkoch gegriffen. Mit Gansel, Maroni und Quitte hat Mike daraus ein wahrlich köstliches Gericht gezaubert. Guten Appetit! Lieber Mike, jetzt ist wieder die Zeit für die Ganseln. Was könntest du zaubern aus Gansel, Maroni und Quitte? Ja, hallo liebe Fans von Johann Kocht. Es ist Martini-Zeit, Johanns Zeit. Was haben wir zu Martini? Gansel, klassisch aufgelegt von unserer Gabi Holzgruber-Merl. Bitte sehr, was gibt es? Eine Ganselkeule, Quitte und frische Maroni. Was wir daraus machen, das seht ihr gleich. So, Ganselkeule ausgelöst vom Gansel. Wir haben da jetzt noch den Knochen drinnen. Schaut her, der geht da jetzt her.
schneiden einmal den Mittelknochen weg. Das ist die Keule, die werden wir braten und schmoren. Das ist unsere eine Geschichte. Und die zweite Geschichte, haben wir gedacht, wir werden das ganz einfach, das Knochen auslösen, machen im Kutter eine leichte Farce, wollen wir ein bisschen Maroni schon dazugeben und das schmoren wir ab. Und dann gibt es Quitten aus dem Johannsladen dazu. Dann haben wir da ganz ein intensives, schönes Martini-Gericht. Anders einmal als immer wieder das klassische Ganserl, das gebratene. So, schaut her, Fleisch runter. Die Haut können wir dann extra lassen, die können wir dann mitbraten. So, das geben wir dazu. So, Topf ist schon warm. In den Topf ein bisschen Öl geben. So, schaut her. Normales Rapsöl hineingeben. Ansortieren. So, Keule einlegen. Oder auch genannt Haxerl. Ein bisschen Aromaten dazu. Sellerie, Karotte. Ganz grob geschnitten. Ja. Schön anrösten lassen. Da können wir jetzt das Knochen, das restliche, dazugeben. Die Haut heben wir uns dann zum Braten für die andere Variante auf. Das Fleisch können wir dann schon inzwischen in kleine Würfel schneiden und geben in den Kutter. Den Kutter werden wir dann ganz kurz aufmixen. Maronen, wie gesagt, dazu. Ein bisschen Eiklar und da machen wir dann so etwas Ähnliches wie ein Kalbsbutterschnitzel. Ja, können wir hinein den Kupfer geben, ein paar Maronen dazu. Heute kommen alle Komponenten auf einmal dazu. So, Maroni. Dazu ein bisschen Eiweiß. So. Und auch gleich ein bisschen Quitte eingekocht aus dem Johannsladen. Dazugeben und dann werden wir das Ganze fein aufmixen. Einem Auge bitte immer auf der Ganselkeule bleiben. Gell? Schauen, dass das nicht zu sehr anbrennt. Umdrehen. So. Die Aromaten dazu. Schaut mal, wie die Schärfe brot. Super, schön knusprig. So. Und ganz schnell Tomatenmark dazugeben. Anrösten, Lauch und wenn das Ganze schön angeröstet ist, dann bitte Suppe drauf geben. So. Seht ihr, das kocht jetzt richtig und da geben wir noch Rotwein dazu und das ist jetzt ein richtig schönes Schmorgericht, wenn ihr mich noch seht, weil jetzt dampft es richtig. Und jetzt lassen wir das richtig abschmurgeln. So, das schmort jetzt langsam runter. Dann haben wir noch unsere Aromaten, die geben wir noch dazu, gell? Ein bisschen Lorbeer, Wacholder, immer wieder schön weiterrühren. Wir können noch einmal ein bisschen einen Schluck Rotwein dazugeben, damit es wieder schön hinunterkocht, bis das Ganselhaxerl schön wach ist. Da kriegen wir einen schönen Sud dazu und wir nehmen das Gemüse dazu. So, die Abschnitte, die wir da dabei haben, haben wir jetzt in den Kutter gegeben. Ihr habt gesehen, die Maroni haben wir dazugegeben, die Quitte, das Fleisch. Das mixen wir einmal ganz kurz auf. So. Fertig. Und dann nehmen wir das und geben es in eine Schüssel hinein. Da haben wir also jetzt dieses Ganselfleisch aufgemischt mit allem dazu. So, tja. Gehen wir raus. So, geben es in eine Schüssel. Und dann geben wir da noch Toastbrotwürfel dazu. Ich habe da jetzt einfach ein Toastbrot entrindet. Das würfeln wir ganz klein zusammen. Ja. Und das geben wir als Bindung in unsere Ganselmasse. Schaut her, einfach dazugeben. Würzen nicht vergessen, gell? Bitte. Ein bisschen Salz, Pfeffer. So. Wer einen Garten hat, kann noch dazugeben. Wir geben Kresseblätter dazu. Beifuß kann man noch zusammenhacken. Auch ganz klassisch, gell? In unserer Variante. So, ein bisschen was Grünes. Wir nehmen noch frische Kapuzinerblätter. Beifuß, alles, was wir da dabei haben, was man noch an schönen frischen Kräutern um die Zeit noch aus dem Garten zusammenbekommt.
So. Und da seht ihr, es wird eine schöne, kompakte Masse. Also richtig schön das Ganselfleisch, das Ausgelöste. Da machen wir ein richtig knuspriges Butterschnitzel in der Pfanne. So, ein bisschen Öl, Rapsöl natürlich in die Pfanne. Schön heiß werden lassen. Und wir legen da unser Schnitzel rein. Unser Gansel-Butterschnitzel aus der Keule. Haben wir ein bisschen Fass gemacht. Toastbrot dabei. Und das braten wir ganz langsam dahin. Das wird ein ganz schönes Gericht. Das Haxl schmort. Schaut's an. Schaut's, wie das schlabig geschmort ist. Haben wir schöne Aromaten schon drinnen. Und was ich noch zusätzlich schon dabei habe, ich habe ein bisschen einen Schlag zugestellt. Den haben wir schon ein bisschen gesalzen. Mal ein bisschen was dazu. Dann geben wir ein bisschen Polenta dazu. Wir machen so eine ganz leichte Polenta-Creme. Das ist einfach nur als leichter Untergrund dazu. Weil wir haben noch eine Komponente dazu, nämlich zusätzlich. Schaut euch das an. Frische Herbsttrompeten, wie wir es nennen. Wahnsinn bei uns wirklich. Aus der Gegend rund um Kindberg haben wir die geholt. Super. Kann man leicht trocknen lassen. Kann's aber auch so. Wir werden es nur in Butter ansortieren und werden es zu den Maroni dazugeben und zu den Quitten, damit dieses Ganselgericht ein bisschen einen anderen Touch kriegt. So, nicht vergessen und schauen auf unser Butterschnitzel. Und ja, das Brot schon. Schaut sich das an, bitte. Perfekt. Unser Butterschnitzel. Die Ganselkeule schmort richtig ab. Wir können noch ein bisschen aufgießen, ein bisschen was vertragt es noch. So. Und die Polenta-Creme ist auch schon da. Die streichen wir nur ganz leicht dazu. So, dann machen wir einen leichten Pfannentausch. Wir bleiben da hinten. Zucker. Ein bisschen zergehen lassen. Und dann die nächste Komponente, nämlich unsere Maroni. Ja, geben einfach ein bisschen in den Zucker hinein. Lassen es leicht karamellisieren. Das werden wir da einfach dazu setzen. Ein bisschen durchschwenken. Damit haben wir auch die Maroni mit im Spiel bei unserem heutigen Ganselgericht. Butterschnitzel. Die Haut, die haben wir uns ja auch noch aufgehoben. Die könnt ihr euch erinnern vom Anfang. Die geben wir da in die Pfanne dazu. Lassen wir ein bisschen mitbraten und dann kommt noch die Quitte. Das ist wieder was bei uns aus dem Johannsladen. Quitten frisch eingekocht. Das heißt, wir haben die Quitten geschält. Quitte hat ja wahnsinnig viel Pektin vom Kochen her. Haben es dann leicht eingekocht, ein bisschen Quittenschnaps dazu. Das haben wir abgekühlt und das ist ein absoluter Renner bei uns auch im Johanns Genussladen, wo man diese Sachen auch immer wieder kaufen kann und dazu machen kann. Ihr wisst ja, schickt uns ein paar Anregungen wieder johannkocht@johanns.at. Wir sind für alle Anregungen immer sehr dankbar, versuchen das immer aufzunehmen. Habt ihr aber die letzten Sendungen schon gesehen, dass man da ein paar klassische Sachen auch wieder mal gemacht hat. So, lassen wir da hinziehen. Maroni im Zucker. So. Und wenn die Keule dann schön zart ist, dann sind wir eigentlich schon wieder dann beim Anrichten. Ein paar Trompetenpilz brauchen wir noch. Die haben wir angesprochen, die werden wir vorher dann noch machen. Die Ganselhaut, die ist schon ganz knusprig. Gell? Jetzt nehmen wir unseren Topf mit unseren Herbsttrompeten. Den großen Korb, den wir da haben, den nehmen wir, schmeißen sie einfach in den Ganselfett. Da rein und lassen es durchziehen. Ja, das Butterschnitzel haben wir schon bei Seiten dann, das ist schon knusprig durchgebraten. Okay. Ansortieren mit der Haut dazu, ganz kurz nur. So, ein bisschen salzen noch. Unsere Herbsttrompeten. Die Maronen sind fertig, der Polenta ist fertig, unser Haxl. Schaut an, Soße einfach ableeren, ein bisschen runterkochen lassen noch. So, und wenn wir das dann gut runterkocht haben, dann sind wir eigentlich schon wieder am Anrichten. So, wir sind am Anrichten. Schaut her, unser Gansel-Butterschnitzel setzen wir da drauf. Dann gehen wir drauf unsere Herbsttrompeten aus der Hochsteiermark. Warte einmal, frisch drauf. Dann haben wir noch einen Löffel Polenta. Setzen wir da rein. So, was kommt dazu? Die Maroni, die setzen wir da oben drauf. So. Frische Maroni dazu.
Dann kommt unser Keule. Setzen wir dazu. Skandelkeule. Doch nicht das. Skandelkeule, die Maroni, das Butterschnitzel. Dazu drauf als Butterschnitzel die knusprige Haut. Dann haben wir da noch ein paar Aromaten. Sprich ein paar mitgeschmorte Karotten, mitgeschmorten Sellerie. Das ist so richtig gut. Das ist wie wenn man in der Suppe drin das noch rausnimmt. Gell? Ihr kennt das wahrscheinlich. Das ist ja am liebsten. Jetzt ja, ein bisschen Soße drin drüber. So. Schön abgeschmort. Die Soße. So, dann dazu. Dritte Komponente, die bis jetzt noch nicht ins Spiel gekommen ist. Die Quitte. Einfach da ein schönes Löffel dazu. Die frischen, eingekochten, hochsteirischen Quitten. Schaut her. Zu dem Butterschnitzel. Quasi zum verschiedenen Level. Statt dem Ketchup. Ha, Quitte. Auch nicht schlecht. Ja. Und die letzten Herbstboten, die noch da sind. Ein bisschen Ringblumen aus dem Garten noch mitgebracht. Heute zu uns ins Johanns Kochstudio da bei mir. Ein bisschen Kapuziner noch dazu. Ein bisschen Kreidel noch. So. Herz, was willst du mehr? Martini. Wir haben wunderschöne Vorgaben gehabt von der Gabi Holzgruber-Merl. Das Ganserl, die Maroni, die Herbsttrompeten sind dabei, die Quitten sind dabei. Wir wünschen euch einen schönen Martini. Vielleicht kocht ihr das Gericht nach. Sie haben etwas anderes wie ein gebratenes Ganserl. Vergesst eins nicht, glaubt mir an das Gute im Topf. Wir sehen uns bei der nächsten Sendung. Euer Mike Johann. Ihnen zu Hause wünsche ich jetzt viel Erfolg beim Nachkochen. Ich verabschiede mich und sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.